Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Child of Light. Ich habe mir gedacht, eine Folge mache ich jetzt noch. Und wir erkunden jetzt so ein bisschen diese Stadt im Himmel. Ich habe ein Fragezeichen-Bekenntnis gefunden. An Herrn Elme, vertraulich. Ich habe eine Gruppe von Männern mit lustigen Bärten gesehen, die im Wald Pflanzen sammelten. Sie sehen aus wie die Gnome, die meine Tante immer an ihren Weihnachtsbaum hängt. Laut Buch sind es Capilli. Mir ist aufgefallen, dass ich etwas übersehen habe. Eine Rasse namens Amara, die in den Bergen wohnt und in den heißen Quellen badet. Dorthin werde ich mich begeben. Weitere Notizen aus Balthasars Buch. Ein mächtiges Geheimnis wurde irgendwo verborgen. Mir erscheint hier alles geheimnisvoll. Der hohle Pakt, ein Verrat, der zu einer Fehde zwischen zwei Geschlechtern führte. Es ging dabei um eine Spalte. Mensch, zwei Geschlechter und eine Spalte. Hier beliebige sexuelle Andeutung einfügen. einfügen. In der Folge wurde jemand aus Sünbels Geschlecht von der Königin des Lichts in unsere Welt verbannt. Verflucht in Dunkelheit zu leben, sollte sie zurückkehren? Die Spalte, etwa aus dem 14. Jahrhundert, muss wichtig sein. Sophie Ashton Ellis. Dieses Bekenntnis war merkwürdig. Diese Stadt ist so groß und auch so. Die geht so weit nach unten, aber auch so weit nach oben. Ich weiß gerade gar nicht. Wo ich überall lang soll. Weil hier einfach überall so viele Wege sind. Aber hier war ich schon. Hier haben wir angefangen. Das heißt, aua. Sowas tut weh. Was haben wir denn da? Verteidigung müsste es sein. So, jetzt. Ne, Magieresistenz. Ja. Gut, dann steigen wir mal weiter nach oben. In die Stadt zurück, wo wir gerade eben herkamen. Aua. Alles tut mir hier weh. So, hier waren wir noch nicht. Au! Möchte ich kämpfen? Ja, ich will es riskieren. Und zwar mit genauso wenig Leben. Ich riskiere das jetzt. In der Hoffnung, dass ich das überlebe. Das hoffe ich wirklich. Ich habe einen Überraschungsschlag. Das könnte gut gehen. Ich muss durch den Monsun. Ah, ne, den hatten wir schon. Den Gag hatten wir schon. Du verteidigst dich. Ich hab's genau gewusst, dass sie mich wollen. So, und du machst jetzt noch einmal durch den Monsun hinter die Welt. Und du machst einen derben Lichtstrahl, der dem Gegner sowas von tötet. Hoffentlich. Das gibt's doch nicht. Das ist doch jetzt euer Das ist doch jetzt nicht wirklich euer Ernst. Wisst ihr was? Ich probier's. Okay. Nee. Thank you.
Freunde. Es ist Wahnsinn, wie ich hier am laufenden Band gestört werde. Aber hey, Stufenaufstiege schlechthin. Und ihr habt mal die Musik ein bisschen länger gehört. Neue Fertigkeiten. So. Bam. Dann machen wir hier weiter. Mal sehen, was da oben so auf uns wartet. Geschliffener Smaragd, okay. Ah ja. Wir könnten hier... Ist das etwa Rubellas Bruder? Trauriger Narr, was ist los? Warum weinst du bloß? Um das verlorene Licht, den ewigen Schrecken. Die leeren Räume, die die Toten bedecken. Das leere Volk, in dem die Lebenden stecken. Das Ende des Zirkus lässt mich verrecken. Um den alten Mann, der kaum mehr kann gehen. Das junge Kind, das noch nicht richtig kann stehen. Um euch und um mich. Darum weine ich. Siehst du diesen Unrat dort drüben nicht? Entlassen hat der Zirkus mich. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum? Weil sie mich nicht lustig fanden. Darum. Meine Schwester zu holen, hatte ich gedacht. Stattdessen fällt mein Vorhang in dieser Nacht. Halt, Tristes, ich bin hier. Rubella, sehen meine Augen richtig. Tristes, komm, vergiss den Zirkus. Aber für unsere Träume ist er wichtig. Ich als gefeierter Komödiant und du als Lemurias beste Stimme. Die kleine Dame hier, Aurora, führte mich auf ein großes Abenteuer. Mal ehrlich, als Narren sind wir nicht zu nichts gut. Aber als Krieger verkaufen wir uns. Teuer? Wir schlagen das Dunkel. Mit unserer Akrobatik, Gelenkigkeit und heilenden Kraft wird es ruckzuck abgestraft. Nun denn, Aurora, du kannst auf uns zählen. Das heißt, Triss ist in unserer Gruppe beigetreten. Genau. Cool. So. Welches Level ist er denn? Steht hier gar nicht. Eile, okay. So. Guck mal da nochmal ein bisschen weiter, da ging es noch nach oben. Ich glaube nicht, dass das der Schluss sein kann. Ich bin mir da relativ unsicher. Das kann nicht das Ende sein. So. Diese Stadt ist so riesig, ne? War nicht schlecht. Autsch, das ist immer noch verdammt übel. Ich soll einfach aufhören, diese Musik mitzusummen, denn es bringt mir ja eh nichts, weil ich es eh nicht synchron schneiden werde. Ich schneide das immer nur so um eine Millisekunde falsch, ne? Das ist kein Scheiß. Ich hab sogar Wasserschaden drin. Sag mir das doch einer. Dann hätte ich auch einen Hieb auf alle machen können. Mache ich jetzt gleich.
Ja, bam. Geil. So, das hat ihn gekillt. Sehr geil. Ob Tristis jetzt auch Stufenanstiege ohne Ende bekommt? Nee, tut er nicht. Okay. Dafür andere Charaktere von uns. Verteidigungsaufwertung ist immer gut. Hey, Schummerlicht, bist du ein Geist? Ich bin Fiedel und warm, bist du noch ganz dicht? Welch traurige Gesicht. In finsterer Nacht nur ein kleines Licht. Das bringt mich zum Weinen. Ach du liebe Zeit, das denke ich mir auch gerade. Die Heulsuse kann es gestohlen bleiben. So, was haben wir hier denn noch so alles? Oh, außer Aua. Wir sollen weiter nach oben. Das klingt nicht gut. Komm doch her, abscheuliches Tier. Wir haben keine Angst vor dir. Was? Doch? Vielleicht? Das ist zu krass für die Welt. Nein, nicht brennender Schrei. Das sollte dich eigentlich bös verletzen. Ich wollte eben sagen. So, jetzt nochmal ein Blitzschlag an alle. Ah! Dieser scheiß Hippogreif. Oh. Oh. Das könnte ein Problem werden, wenn ich jetzt nicht aufpasse. So, jetzt soll's aber mal klappen hier. Nein, 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 nein. Ich glaub's ja jetzt wohl nicht. Geh mal auf Verteidigen. Und du auch. Ein harter Lichtstrahl auf die Bitch. Und dann nochmal ein Blitzschlag auf alle. Sollte, denke ich, dem Geist zumindest mal den Rest geben. Und jetzt kommt der Hypogreif dran. Fuck, die lebt immer noch. Die Sau. Okay, Zeit für einen Gruppenwechsel. Zeit für einen Gruppenwechsel. Oh je. Alter, der macht keinen Schaden. Die sind echt nur gegen Magie empfindlich. Gut, der Hypo greift nicht, aber die Geister halt. Ich muss ihn blocken.
Dieser scheiß Geist muss doch einfach mal sterben jetzt. Boah, das ist übel. Mal verteidigen. Die geben wir einfach mal so eine mit. Ah, das mit dem Geist ist extrem nervig. Wen haben wir noch in der Gruppe? Was kann denn Tristes so? Nee. Nee. Oh je. Oh je. Boah. Das wird ein langer Kampf, Freunde. Das wird ein sehr, sehr langer Kampf. Und wir sind alle immer noch gelähmt. Ja, komm, lass ihn machen. Ich kann es eh nicht aufhalten. Weil die sind schneller als ich. Ist halt so. Und du bist eh nutzlos. Finn, raus. Finn, raus. Und jetzt geht's ab, Freunde. Du verteidigst dich erstmal eine Runde. Geht ja nicht anders. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Nein, was habe ich getan? Ich habe mich um eins verklickt. Na geil. Du verteidigst dich auch. Töte die Schlampe da mal. Das bringt ja eh nichts, weil du bist jetzt eh unterbrochen. Nee, doch nicht. Dann bist du halt jetzt unterbrochen. Nee, bist du auch nicht. Einiges besser. Dann töten wir mal diese Schlampe da jetzt. Wir machen einmal einen Blitzschlag auf alle. Das unterbricht beide. Alter, was hilft gegen dich? Was hilft gegen diesen Kack? Hypogreif, wirklich. Bam, die nächste Bitch ist tot. So, jetzt sammelt der hier erstmal Kraft. Mach mal ein Lauffeuer auf den. Gegen den bringt keine Magie. Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Boah, das nervt. Das nervt jetzt echt. Sehr nice. Gut, gut, er macht schlapp, er macht schlapp, er macht schlapp. Sehr gut. Gut.
Robert ist hier eigentlich eine ganz gute Wahl. Boah, ey, heftig. Der Kampf zieht sich echt gerade böse in die Länge. Der ist schwer. Das bringt nichts. Gegenangriff sehr gut. Tötet diese Scheißvieh doch mal. Na endlich. Wurde ja jetzt auch mal so ganz langsam Zeit. So, gegen dich helfen zwar diese Attacken nix, aber Aurora ist ja gleich wieder bereit. Boah, leck, ey. Scheiße. Ich kann nur noch ein Sternlicht benutzen. Headshot! Dann greifen wir nochmal an, so normal. In der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Dass wir die Sau bald töten. Auf der anderen Seite, ich sollte zu Finn wechseln. Ne, der ist tot. Ich sollte einfach Magietrank benutzen, aber hey, dafür ist mir der Magietrank zu schade. Also dem kann das jetzt nicht mehr so lange dauern. Auf der anderen Seite, es dauert schon lang genug. Ja, so ist es nicht. Komm, es reicht jetzt, die Sau muss sterben. Na, geht doch. Boah, Mensch! Boah, da hat echt viel gerade bekommen. Und zwar, ja, der ist auch zweimal aufgestiegen. Gut. Macht Sinn. Finn lebt auch wieder, ey. Geil. Mensch, also Tempo-Sternstaub. Ja. Mensch. Zum Tempel des Mondes. Da gehen wir dann das nächste Mal rein. Denn für heute ist diese Folge zu Ende. So leid es mir auch tut, aber für heute ist es vorbei. Ja. Und das nächste Mal. Ja, das nächste Mal geht's dann in den Tempel des Mondes. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Child of Light, wenn wir dann den Tempel des Mondes betreten. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.